Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 90. Folge meines Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 90. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge haben wir da diesen Villager Outpost Hops genommen. Und jetzt gehen wir nach Hause, aber wie ihr oben rechts wahrscheinlich seht, und auch wenn ich hier das mal wegmache, wir haben mal wieder Bad Omen, diesmal sogar Level 2. Das heißt, wenn wir nach Hause kommen, gibt es mal wieder einen Raid. Ich werde mich jetzt beeilen, dass wir ganz schnell da hinkommen. Und dann hauen wir noch ein paar Pillagern aufs Maul. Wie wir es jetzt gerade die letzte Folge schon komplett gemacht haben. Ich glaube wirklich die ganze Folge haben wir gerade dafür einfach nur den da auf den Sack gegeben. War schön. Hat mir gefallen. Kann man öfter machen. Muss halt nur gucken, dass ich jetzt auch nach Hause finde, weil wir haben ja schon hier jetzt nicht direkt den besten Weg hingefunden. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Wäre natürlich auch gerne offscreen jetzt noch in die nach Hause gelaufen, damit wir direkt die Folge mit dem Raid starten können. Aber so funktioniert das hier nicht. Wir müssen offscreen wird hier gar nichts passieren. Außer wenn ich vergesse, den Aufnahmeknopf zu drücken, aber dann mache ich auch eh wieder alles rückgängig. Das haben wir ja letztens schon gesehen. Hier war noch XP. Hä? Ach, hier. Hier waren wir gestern. In der Folge nachts. Okay. Ich würde die Kohle eigentlich gerne mitnehmen, nur für die Level. Aber lassen wir jetzt mal da, wo es ist. Keine Zeit für. Ich will den Raid machen. Das sieht cool aus. So. Digga, kann ich hier auch hochspringen oder was? Was? Hallo, was ist denn mit mir? Wieder Grobmotoriker, sein Urgroßvater. Ich treffe die Jumps nicht. Was ist das? Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt ein bisschen Übung mit dem Bogen wieder. Wir waren nicht schlecht. Ich weiß nicht, was bei Bad Omen 2 der Unterschied zu Bad Omen 1 ist. Es ist wahrscheinlich schwerer. Das heißt, mehr Wellen bei dem Raid. Aber da habe ich jetzt auch kein Problem mit, weil die anderen waren immer ein bisschen zu leicht. Bisschen Larifari. Von daher, eine kleine Challenge ist schon okay. Dadurch ist es natürlich auch spannender. Ja, allerdings nicht den goldenen Apfel dabei. Das ist nicht so geil. Den würde ich mir schon noch gern. Also wir müssen versuchen, dass wir am Dorf vorbei zu uns nach Hause kommen. Damit wir uns erst ein paar Sachen holen können zum Essen, weil ich habe nur noch 3 Karotten und ein Brot, was ich mir noch nicht gecraftet habe. Das ist jetzt nicht die beste Voraussetzung, wenn man gleich in einen großen Kampf gehen will. Erstmal wieder was. So. Bin hier drüber jumpen. Ja auch. Glaube, ich laufe in die richtige Richtung. Ja. Glaube es. Gute ist, dass ich jetzt bei dem neuen PC endlich mal eine Render Distance habe, wo man auch früh genug sieht, ob man in irgendeine richtige Richtung läuft oder nicht. Von daher haben wir dadurch auf jeden Fall einen Vorteil. Am idealsten wäre es, wenn ich jetzt nicht direkt in das Dorf reinlaufe. Weil dann haben wir ein Problem. Aber das sieht hier auch noch nicht nach. Alles klar. Ich glaube, da unten ist ein Minenschacht. Es sieht hier weder nach unserem Dorf aus, noch sieht es nach irgendwas aus, was ich kenne. Und das ist nicht gut. Das heißt, ich verlaufe mich gerade. Wäre auch einfach praktisch, wenn ich mir einmal meine Koordinaten merken würde. Aber fällt mir immer erst ein, wenn ich dann schon verloren gegangen bin. Jetzt wird es auch noch dunkel, das heißt, ich sehe nichts mehr und ihr auch nicht. Das ist perfekt. Ich glaube, es ist ungefähr in die Richtung. Da ist ein Lavasee, den ich noch nie gesehen habe. Gesehen habe. Warum kam hier gerade ein Setzling runter? Wo zum Geier bin ich? What in the... Ah, okay, ich weiß, wo ich bin. Wir sind fast zu Hause.
Das war das eine Dorf, wo wir damals auch waren. Glaube ich. Ja. Okay. Wir sind fast zu Hause. Und wir laufen sogar am Dorf vorbei. Chillig. Und geradewegs in die Arme eines Creepers. Das ist nicht so chillig. Hier links haben wir mal Holz abgebaut, die letzten paar Folgen. Also ist jetzt auch schon eine Woche her oder so, aber... Davor haben wir das da mal abgebaut. Scheiße! Ich habe die Pickaxe ausgewählt anstatt meinen Bogen. Gut, dass wir so eine gute Rüstung haben. Also die ist ja jetzt nicht super. Da ist unser Bauernhof. Aber die ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, Digga. 360 No-Scope. Sag ich dazu. Das ist ein Pferd. Pferde muss ich jetzt nicht angreifen. So, dann bin ich jetzt auch direkt zu Hause. Dann gehen wir eben pennen, holen uns was zu essen. Und dann geht's in den Raid. Mal regenerieren mit 6 Herzen ist jetzt nicht so geil. So, Essen. Steak. Rein in den Magen. Sehr schön. Ein Steak. Volles Essen. Ich trinke einen Schluck und dann geht's los. So. Das nehme ich aber mit. Brauche ich nicht. Pack ich da rein. Ich habe irgendwo einen goldenen Apfel. Da ist er. Okay. Mach mal eben Krimskrams, was ich nicht brauche, hier rein. So. Wir brauchen goldenen Apfel, brauchen kein Holz, brauchen Erde und wir brauchen unser Schwert und das sollte auch reichen. Rüstung ist noch okay, der Helm ist fast kaputt. Müssen wir aufpassen. Okay, dann let's go, würde ich sagen. Wir haben noch 7 Minuten 19. Die Folge wird eventuell etwas länger, ist mir auch egal. So, Raid lädt sich auf. Villager kriegen Panik, vor allem der hier, weil er keine Wände hat. Und der, weil er nur eine Wand hat. Nee, zwei. Okay, Golem, let's go. Auf eine gute Zusammenarbeit. Ich will hier hoch, hallo. Ich würde gerne hier auf das Dach und von hier snipe ich dann. Sobald ich sehe, von wo die Assis kommen. Das ist ein Huhn. Kommen die von da? Nee. Oder? Nee. Von wo kommen die? Da kommen die. Na gut. Dann lasst uns die mal platt machen. Bevor die Stadtmauern erreichen. Das lässt du sein. So. Lass meine Villager in Ruhe. Du Assi. Okay, das war die erste Welle. Kommen die jetzt die ganze Zeit von da? Nee, ne? Wechselt, glaube ich. Lauf in dein Haus! Du Otto, wieso die alle so panisch draußen rumlaufen, anstatt in ihre Häuser zu gehen, wo die sicherer sind? Werde ich nie verstehen. Golem, wo ist es? Wo kommen die? Sehe niemanden. Kommen die von da? Nee. Von wo kommen die denn? Sind die hier hinten oder was? Das wäre nicht so gut, da muss ich in den Nahkampf gehen. Mein Bogen ist, glaube ich, etwas besser als mein Schwert. Jungs, wo seid ihr denn? Es gibt nur noch zwei. Hä? Wo denn? Ah, da. Lass die Villager in Ruhe. Der hat den Golem gekillt. Oh, so ein Assi. Okay, wir müssen auf jeden Fall Golems wiederherstellen. Zumindest einen. Du bist ja noch da. Hier ist noch XP im Baum. Die nehme ich mit. Hier ist auch noch. Er hat den Villager gekillt. Ich werde bescheuert. Jungs, geht doch mal bitte rein. Hau ab. Hau einfach ab.
So, noch einer. Oh, Kollege. What? Das war One-Shot? Okay. Okay, es gibt auf jeden Fall noch weitere Wellen. Bin ich teilweise gut, teilweise nicht gut. Weiß nicht, warum ich jetzt hier das Gras wegmachen muss. Das hier fülle ich auch eben auf. Auch richtig komplett bescheuert. Und wo kommen die? Kommen die von da? Ja. Warum war das Ding gerade One-Shot und jetzt frisst es hier Pfeile am laufenden Band? Au! Hau ab! Hör auf hier! Scheiße! Aha. So, noch zwei. Wo sind sie? Die machen mir halt einfach keinen Schaden, das ist geil. Ey! Lass meine Villager in Ruhe. Victory! Geil! Das war auf jeden Fall der schwerste Raid bisher, auch wenn er jetzt wirklich nicht schwer war. Feuerwerk! 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 Geil! Es freut mich, es war mir eine Ehre. Wir müssen natürlich jetzt noch den Golem wiederherstellen. Weil den haben wir leider im Kampf verloren. Da möchte ich auch eine Schweigeminute haben. Und zwar ab jetzt. Okay, reicht. Wie baut man nochmal so einen Golem? Man braucht Kürbis und Eisenblöcke, ne? Okay, ich glaube, man braucht 4 Eisenblöcke und einen Kürbis. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, ja. Doof ist, ich glaube, wir haben keinen Kürbis. Wir haben Eisenblöcke, aber wir haben keinen Kürbis. Zumindest wüsste ich nicht wo. Sagen wir es mal so. 1, 2, 4. Aber ich glaube, die können wir finden. Weil ich glaube, irgendwo hier in der Nähe gibt es Kürbisse. Zumindest habe ich auf jeden Fall schon mal welche gesehen. Also jetzt nicht generell. Ich habe schon mal Kürbisse in meinem Leben gesehen. Ja, wow. Aber nee, ich habe auch schon mal Kürbisse irgendwo hier in der Nähe gesehen. Nicht wundern, das habe ich da hingestellt. Da ist ein Kürbis. Au. So, Kürbis. Danke. Das geht zum Glück ja ganz schnell. Ja. Dann haben wir tatsächlich diese Folge doch einiges geschafft. Wir sind nach Hause gekommen. Und haben einen Raid gemacht und noch einen Golem wiederbelebt. Quasi. Oder erschaffen. Und ein bisschen Löcher gestopft mit Erde. Ist doch schon mal, das ist nicht schlecht für eine Folge, oder? Das ist ein gutes Zeugnis. Hier, das müssen wir auch noch irgendwann zumachen. Vielleicht machen wir das nächste Folge. Mal gucken. Ich könnte mir eigentlich auch mal einen Golem bei mir zu Hause hinsetzen. Kann ja auch nicht schaden. So, Jungs. Lasst euch nicht stören. Oh. Geh da weg. So. Wie geht das Ding jetzt? So, so. So. Und jetzt. Na fuck, wir müssen den Kürbis einmal. Nee. Wie geht das denn? Soll ich das einmal so machen? Nee. Scheiße, wie macht man den Kürbis denn zu so einem Kürbis mit Gesicht? Mit einer Schere, oder? Danke. Ich hab gerade Brötchen ausgespuckt. Zumindest eins. Macht man das so? Ah, wie macht man denn Carved Pumpkin, Mann? Das will ich jetzt noch eben wissen. Ah, so. Und dann muss ich mal eben gucken. Da kommt er nicht hin. Dann kommt er oben drauf.
Tada! Willkommen. Du bist jetzt der Hüter dieses Dorfes zusammen mit Hans-Georg. Okay, ich möchte, dass ihr euch versteht. Danke. Gut. Dann war es das jetzt auch mit der Folge. Ich habe gesagt, ein bisschen Überlänge haben wir. Nicht viel. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video sehr einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Wir sind knapp vor der 100. Folge. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ja, macht's gut. Bis dann. Ja. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner...